So, hallo Leute. Servus. Und zwar, es ist wieder Erntezeit. Wir ernten jetzt ab. Und ich gucke mal, wie viel FP ich hier rausbekomme jetzt. Ich weiß nicht, ich könnte den blauen Galaxie jetzt noch mit einbinden, am besten. Ich gucke mal, ob der Ton jetzt zu laut war. Okay, ich weiß es nicht. Ich lasse es mal so. Und zwar, wir haben jetzt die Galaxie. Und wo können wir am besten? Ich glaube, hier, die waren am lohnenswertesten, ne? Oder? Ja, 12. Ja, der würde natürlich auch gut sein, wenn ich die 40 Forge-Punkte bekomme. Das sind die Güter, alles klar. So, hier nehmen wir nochmal. Und 40 mal 2. Jo. Und was haben wir? 80. Ja, das Problem ist jetzt, wenn ich über 100 komme. Dann kann ich leider nichts mehr einsammeln, ne? Ja, deswegen ist die blaue Galaxie ist jetzt nicht so gut. Natürlich ist sie gut, wenn man die Forge-Punkte für sich selber braucht, aber ich möchte ja alles in der Leiste haben und das geht ja jetzt nicht, ne? Deswegen werde ich jetzt den Rest einfach hier einsammeln. Gucken wir mal, wir haben, glaube ich, ein oder zwei Forge-Punkte in der Leiste gehabt. Ach, dann nehmen wir, weil der automatisch, glaube ich, jetzt keine Ahnung, wie er das einsammelt. Wäre natürlich halt super, wenn der hier erstmal die besten Eventsgebäude bevorzugt, aber ich glaube, das macht er nicht, ne? Okay, deswegen einmal klicken. So. Tada. Wie viel haben wir? 1221 Forge-Punkte haben wir in der Leiste. Das heißt, diese 1221 Forge-Punkte warten auf den Gewinner, dann würde ich mal sagen. Also machen wir wie heute. Ich stelle das Video online und einfach kommentieren. Name, Accountname schreiben und in welches legendäre Gebäude das gespendet werden soll. Und ja, dann werde ich das wie heute dann auslosen, denjenigen dann anschreiben. Freundschaftsanfrage senden. Ja, und dann wird das einfach gespendet. So. So viel dazu. Und zwar, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. So, ich werde nochmal hier meine Wunschbrunnen abernten. Greifental. Ich glaube, das passt auch mit der Uhrzeit jetzt noch, oder? Au. Schade, das passt natürlich nicht. Deswegen mache ich dann Cut. Und dann warte ich, bis das hier fertig ist. So, es geht jetzt weiter. Jetzt kann ich wieder abernten. Ja, ich sammle einfach mal ein. Niete. Nochmal vielleicht hier zu meinen Nebenwelten, beziehungsweise Wunschbrunnenwelten. Ich brauche die Forge-Punkte hier oben nicht. Wenn es kleinere Spieler gibt, die das gerne haben möchten, ist es nicht viel. Also nicht wie in meiner Hauptwelt. Ich ernte halt hier nicht so viel ab. Die kann ich gerne spenden, einfach schreiben, Videokommentar, ne? Und dann suche ich den aus und krieg dann halt diese Fortpunkte, ist kein Problem. Also das kann ich auch noch machen. In jeder Wunschbrunnenwelt kann ich das machen. So, es tut mir auch leid, ich bin total heiser, ich weiß auch nicht, was ist, deswegen muss ich mal hin und wieder mal räuspern. So wie jetzt. Okay, das ist ein Tick auch noch dazu. Also gehen wir weiter. So, dann Porsche. Einfach hier, zack und zack. 45, also 50. Hier haben wir schon 64 Forge-Punkte. Also wie gesagt, auch hier Porsche in jeder Nebenwelt. Ich guck mal hier, Freundschaftsanfrage. Ja, da. Mal gucken, ob das einer jetzt. Da muss ich mal irgendwann mal raus. Mache ja nichts mehr. So, Porsche, gehen wir Langendorn. 62 haben wir hier oben. Forge-Punkte. So, hier gibt es nichts. Jetzt sind wir bei 113. Jo, die behalte ich mal so. Vielleicht, wenn jemand in Korsch diese 113 Forge-Punkte haben will, kann er sich einfach melden. So, noch Rassin.
Mach das jetzt im Schnelldurchlauf. So, was? So, nochmal 50, also haben wir insgesamt 100. Auch hier haben wir 48 Forge-Punkte. So, Ottawa, meine größte Wunschbrunst. So, da kann ich gleich mal schauen. Holen wir mal alle ein. Wie viel sind es? 73, 80, 84. So, wie viele Forge-Punkte habe ich? 26. Okay, das ist halt nicht viel, was dazu. Aber auch die können vielleicht kleinen Spielern helfen. Okay, hier war wieder nichts. Also, wie gesagt, hier kann man alles finden. So. Und einmal Parkrock. Oder Parkrock. Ich verwechsel das immer. Was war? Werde ich gleich mal schauen, wie die Stadt wirklich heißt. Und einmal. Und wieder Nieter. Heute ist es weniger. Sind bei 100, ne? Klar. Hier nochmal. Auch Niete. So, jetzt kommt die letzte Stadt. Schauen wir mal. Also, wir haben quasi eigentlich nur 50 Fortschritte. So, und der Niete. Jo, das war heute. So, 100 Forge-Punkte haben wir gemacht, 45 haben wir für Einsammeln ausgegeben. Also haben wir 55 gemacht. Hier haben wir 72 Forge-Punkte. Wie gesagt, schreibt ruhig in die Kommentare. Ich werde per Zufall, also was heißt per Zufall, da ist ein Tool, das habe ich heute gezeigt, wie ich den Gewinner auslose. Und auch bei diesen Nebenwelten werde ich diesen Tool dann anwenden. Und den Gewinner ermitteln, das geht. Das kann ich machen. Und wie gesagt, hier Hauptwelt und aktuell 1221 Forge-Punkte zum Vergeben. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.